Hey, meine kleinen Fische, wart ihr denn heute auch schon fleißig angeln? Ja, ich hoffe schon. Ich habe heute wieder ein kleines Angler-Unboxing für euch. Ich zeige euch ein paar Fischerhaken, ein paar Köder und ja, würde sagen, auf geht's. Die beiden Sachen habe ich jetzt hier in diesen zwei Päckchen. Wir machen wieder ein Mystery-Unboxing. Ich habe hier nämlich zwei ganz tolle Sachen bekommen, die ich euch jetzt zeigen möchte. Und dann schauen wir mal, ob das was wird und Petri heil. Ja, ich fange jetzt mal an mit diesem hier. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich jetzt weiß, was da drin ist. Also packen wir es aus. So. Und da haben wir ein Spiel für die PlayStation 3, nämlich Marvel vs. Capcom 3 Fate of Two Worlds. Ja, das ist ein Spiel, das habe ich jetzt eigentlich nicht so sehr auf dem Radar gehabt, aber ich habe es dann für mit Versand ungefähr 5 Euro gefunden und dachte dann, naja, für den Preis ist das okay. Gucke ich mir das mal an. Ich kann nur sagen, ich kenne schon Marvel vs. Capcom 2. Das habe ich damals auf Dreamcast sehr viel gespielt. Und das ist jetzt der dritte Teil, wo es dann halt auch andere Charaktere wieder gibt. Hier gibt es zum Beispiel Hulk, Wolverine, Chris Redfield, Ryu, Iron Man, Okami, die Morrigan von Darkstalkers, dann ist hier noch Spider-Man und Albert Wesker und so weiter. Also ich bin bei ein paar Charakteren sogar gespannt, wie sie sich so spielen lassen werden. Hier ist sogar, glaube ich, irgendein Dante macht ja auch mit. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das so spielt. Keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt. Und ich habe halt auch gesehen, so an Beat'em-up-Spielen habe ich eigentlich bis jetzt nur Street Fighter dafür PS3. Deswegen dachte ich mir, ach, ein weiteres ist doch ganz cool. Es gibt zwar, glaube ich, auch eine Version von dem Spiel, wo so die ganzen Download-Sachen mit drauf sind oder so. Aber das war mir jetzt nicht besonders wichtig, deswegen, ja, ist das schon okay, habe ich das halt mal zum Zocken. Hier steht, es gibt mehr als 32 spielbare Charaktere. Online-Statistiken interessiert mich jetzt nicht so und ja, schauen wir einfach mal, wie sich das so spielen wird. Wenn das einer von euch schon hat, kann er mir gerne mal schreiben, wie es ihm so gefällt. Wir haben sogar eine Anleitung, die relativ dick ist jetzt für den ersten Moment. Aber sie ist auf jeden Fall in Schwarz-Weiß und sie ist... Mann, das ist ja... Also ich bin hin und weg gerade. Die Anleitung ist wirklich von hinten bis vorne hier voll, zwar leider in Schwarz-Weiß und auch nur in einer Sprache hier. Also ja, so ungefähr stelle ich mir wenigstens noch eine Anleitung, wenn sie schon Schwarz-Weiß sein muss, dann auch vor. 32 Seiten, alles Mögliche wird erklärt und auch die ganzen Kämpfer, also das ist mal noch eine super Anleitung. Ja, machen wir es wieder rein. Die CD haben wir hier auch, wo man sieht, dass Ryu gegen Iron Man kämpft. Ja, Iron Man ist jetzt ein Charakter, den ich wahrscheinlich eher nicht so nehmen werde, aber Ryu werde ich wahrscheinlich öfter spielen. Ja, so viel zu diesem Spiel, freue ich mich sehr, 5 Euro ungefähr, war super, also freue ich mich. Ja, ich habe aber noch ein zweites Päckchen erhalten und da ist auch was drin, wo ich mich sehr drüber freue und das packen wir jetzt aus. Ich mache einmal hier oben auf, so, greif mal rein und da haben wir hier Yoshi's New Island für den Nintendo 3DS. Ja, ein Spiel, welches noch gar nicht so alt ist, das ist ja auch noch relativ neu. Der dritte Teil der Yoshi's Island Reihe, ich habe ja jetzt im letzten oder vorletzten Video, wie auch immer, erst Yoshi's Island für den DS ausgepackt, den zweiten Teil, den ich halt noch nicht kannte. Und jetzt habe ich sogar auch schon den dritten Teil. Also bin ich da sehr froh drüber. Ich habe es auch hierüber gehört, dass er nicht so gut ist wie der Super Nintendo Teil, aber trotzdem nicht schlecht ist und so weiter. Aber das erwarte ich auch nicht. Und ich sag mal so, ich habe jetzt den DS-Teil schon ein bisschen angespielt und ja, also für den ersten Moment gefällt mir sogar gar nicht so schlecht. Also ich finde es eigentlich sogar ziemlich gut. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, fast die erste Welt da fertig und ja, ist echt nicht schlecht und ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie sich das hier dann spielen wird, weil hier gibt es ja diese Mega-Eier, die du da durch den Level schleudern kannst und hier steht was überraschende Möglichkeiten. Minispiele für 2 Spieler und man kann sich noch verwandeln in so einen Minenwagen und in einen Ballon. Ja, und man muss halt wieder aufpassen, dass du nicht getroffen wirst, weil sonst dein Mario wieder rumfliegt und heult, da musst du ihn wieder einsammeln. Und du hast ja noch Flatterflügel, da kannst du dann noch mit Flügeln fliegen anscheinend. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es so ist. Wenn das schon einer von euch hat, könnt ihr mir gerne mal eure Meinung schreiben. Ja, ich schaue mal kurz rein, ob auch alles drin ist. Da haben wir sogar noch einen unbenutzten Club Nintendo Code. Das ist sehr schön. Und ja, keine Anleitung. Da bin ich gerade etwas verwundert. Hat das Spiel überhaupt noch eine Anleitung? Man weiß es nicht. Also muss ich da vielleicht nochmal hinschreiben, ob die da vielleicht noch was hat oder weiß ich nicht. Aber immerhin sind die 3DS-Heftchen hier dabei, die kein Schwein braucht. Und das Spiel an sich, das haben wir dann auch dabei.
ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mal ausprobieren und natürlich wahrscheinlich auch durchzocken. Und ja, ich bin ja immer sehr froh darüber, Jump'n'Run-Spiele zu haben, weil die spiele ich echt gerne. Yoshi's New Island, dafür habe ich übrigens bezahlt 20 Euro und ich fand, das war ein super Preis, dafür, dass es halt noch eigentlich ein Neupreistitel ist und bin sehr froh darüber. Ja, es war nämlich auch bei eBay, eigentlich wollte ich 28 Euro haben und dann habe ich halt einen Preisvorschlag gesendet von 14 Euro, dann ging er runter ein bisschen und ich wieder ein bisschen hoch und hin und her und am Ende haben wir uns halt bei 20 geeinigt und da bin ich sehr zufrieden damit und habe jetzt dieses tolle Spiel. Ja, das war's dann auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch bringen die Tipps auch ein bisschen was beim Angeln. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Video und das war wieder euer Bender Meister.